Hallo und recht herzlich willkommen zu den Special Deal News. Einen wunderschönen guten Morgen. Man sieht, es ist noch relativ kalt. Ich bin heute hier am Lerchenhof, einem unglaublichen Hotel, denn das ist eigentlich kein Hotel, sondern es ähnelt mehr einer kleinen Stadt. Und unter anderem auch, jetzt haltet euch fest, ein eigener Skilift. Überhaupt noch nie gesehen, eine eigene Skipiste und einen eigenen Skilift. Aber das ist noch lange nicht alles. Natürlich gibt es wie immer die Urlaubstipps mit dem Aha-Effekt. Hoffentlich reiße ich jetzt keinen Stern. Jetzt hat sie mir die Frisur zerstört. Dann gibt es natürlich den Blick hinter die Kulissen. Jetzt sind wir schon ganz entsteil. Einen Daumen, machst du das so genau? Einen Daumen breit. Und zum Schluss natürlich unser Gewinnspiel 2x2. Aber jetzt schmeißen wir uns hinein in den Lerchenhof oder wie ich immer gerne sage, in die kleine Stadt. So, ich bin jetzt da mit der Marianne, das ist die Floristin, die ist für die Blumen zuständig, wie wir hinten sehen. Die Marianne, die wird mich jetzt durch das Haus führen. Geht's los? Gut. Geht los. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Highlight, nämlich es gibt hier eine Rolltreppe. Wenn man quasi aus der Sauna herauskommt, kommt man ein bisschen vor wie in der U-Bahn in Wien. Und jetzt sind wir da im Freiluftbereich und im Hintergrund seht ihr aber noch weitere Saunen. Marianne macht jetzt noch das Whirlpool frei für uns. Die Marianne ihren Drehplan ganz nass gemacht. Es ist dein Drehplan ganz nass geworden, Marianne. Ist ja egal. Tausend Meter möchte ich für dich tauchen. Zum Drachen töten. So, und dein Hintergrund, ein wunderschönes, großes Becken. Was auch? Ja, bitte, schmeiß die Kollegin rein. Das wäre sehr nett. Ja, leider macht das nicht. Schade. Und jetzt geht's schon weiter. Nämlich jetzt gehen wir zum hauseigenen Friseur. Daneben ist gleich der Gößl-Shop. Schaut sich das einmal an. Das ist wirklich wie so ein kleines Einkaufszentrum. Die Marianne ist schon vorgegangen. Dass wir jetzt aber die Marianne verloren. Gottes Willen. Marianne! Ich wollte ja eigentlich, dass ich bei dir zum Friseur gehe, aber ich war jetzt schon beim Friseur. Ja, da bin ich aber traurig. Ja, jetzt weiß ich nicht. Was? Ja, was macht man jetzt? Jetzt hat sie mir die Frisur zerstört. Wie lange bist du jetzt da schon? Wie lange hast du den Laden? So 16. Oh, mhm. 16 Jahre. Ja, schönste Arbeitsplatz auf der Welt. Da bedanke ich mich das doch recht herzlich. Auch schon. Ja? Ja, ist auch danke, Marc. Vielen lieben Dank, alles Liebe, bis zum danke nächsten Mal. Dankeschön, ja. Ciao, Papa. Danke, Papa. So, mit der neuen Frisur aus dem Friseurladen raus. Und jetzt gehen wir zum nächsten Highlight, nämlich jetzt gehen wir Eisstock schießen. Ja, auch das gibt es hier am Lerchenhof. Es ist furchtbar kalt, es ist kälter in der Halle als draußen. Deswegen ist es auch eine Eisstockhalle. Natürlich. Na, bist du deppert? Na gut, dann muss ich mich eintragen lassen in dem Verein. Dritter Versuch. Was ist denn das oben? Ja, vom Eisstockschießen geht's jetzt nahtlos weiter. Und zwar gehen wir jetzt in den hauseigenen Shop. Und jetzt bin ich hier im Skigeschäft beim Martin. Na, beim Andi. Ah, beim Andi, ja, toll. Schnitt, gleich noch einmal. Aha. Ja, jetzt bin ich hier im Skigeschäft beim Andi. Andi, was macht ihr da jetzt im Skigeschäft selber? Verleiht ihr Ski, verkauft ihr Mode, alles wahrscheinlich? Komplett, ne? Ja. Skiverleih ungefähr 400 Paar Ski. Bumm. 40, 50 Snowboards und so 70, 80 Langlauf. Super, das war's schon wieder. Vielen lieben Dank. Super. Danke. Ciao. Das ist der Rainer.
Und du machst Shiatsu, ich liebe Shiatsu, Rainer. Genau, also ich bin eben für eher die Entspannungsmassagen am Lerchenhof zuständig. Eben Shiatsu ist seit 2 Jahren im Hotel, kommt eben aus Japan, heißt übersetzt Shi für Finger, Atsu für Druck. Also Shiatsu ist der Fingerdruck, leicht zu merken. Und es ist eben eine sehr entspannende Behandlung, wo man wirklich den Parasympathikus wieder aktivieren kann, um eben verschiedene Blockaden im Körper, die sich über Migräne, Reiz, Schlafstörungen, sage ich jetzt einmal, nach außen tragen. Und die können auf der Matte eben sehr gut behoben werden. Haha, jetzt habe ich dich. Ma, aber du kümmerst dich gleich um deine Blumen, ha? Und du siehst, dass du kein Wasser. Das nächste, wo wir jetzt hingehen, ist die Tennishalle. Es gibt im Sommer draußen Sandplätze, aber jetzt ist natürlich Schnee. Aber da gibt es 3 Hallenplätze und jetzt werde ich das natürlich auch noch testen, das Tennisspielen im Lerchenhof. Mit wem rede ich jetzt? Du bist da? Daniel. Der Daniel, der Tennis-Crack. Ja, es trainiert hier oft die Ex-Nummer 1 aus der Tenniswelt im Doppel, der Jakob Elting, mit dem ich ein bisschen Sparring-Partner auch bin, zwischendurch mit meinem Team. Und auch der Philipp Kohlschreiber ist oft einmal da, bereitet sich vor auf die US Open. Und ja. Und jetzt bin ich hier, ne? Jetzt bist du da. Und jetzt habe ich die große Ehre, es ist das erste Mal für mich, dass ich mit einer Pistenraupe mitfahre. Ja Klaus, los geht's, ich bin gespannt. Okay. Fahrt das mit Benzin? Nein, das ist eine Dieselmaschine. Dieselmaschine, okay. 6-Zylinder Dieselmaschine, 320 PS. Und was man ja auch sagen muss, dass die Piste auch recht anspruchsvoll ist. Das ist ja nicht so eine ganz kurze Wimpernpiste, also da kann man schon schöne lange Schwünge ziehen. Wir haben ja auch im Winter in der Hanningkamp-Wochenende den Weltcup zum Slalom-Training da. Wirklich? Ja. Jetzt sind wir schon ganz steil. Ja. Jetzt drückt es mir nämlich schon richtig wie, also wie in einem Raumschiff sitzt. Klaus, ich danke dir recht schön. Bitte gern. Ciao. Und jetzt bin ich da beim Eindecken. Also schauen wir uns mal, wie der Tisch richtig eingedeckt wird. Handschuhe sind Pflicht beim Eindecken. Ja. Das ist meistens einen Daumen breit. Einen Daumen? Machst du das so genau? Mhm. Einen Daumen breit? Lernt man in der Schule? Ich habe das nicht gelernt in der Schule. Also in der Hotelfachschule. Richtig, in der Hotelfachschule. Also wenn ihr den Tisch in Zukunft zu Hause deckt, einen Daumen breit. Ich habe das einmal gesehen, in England machen sie es sogar mit Lineal. Ja, bei der Butler, gell? Ja, Lineal hast du keines. Nein, Lineal brauche ich keins. Ich habe ein gutes Augenmaß. Hui, oder musst du nach England? Jawohl. Heike, ja. Du hast mir jetzt gezeigt, wie man den Tisch richtig eindeckt. Ja. Ich habe von dir gelernt, ein Finger breit. Ja, Daumen breit. Daumen breit. Wir haben auch gelernt, du brauchst kein Lineal, im Gegensatz zu den Engländern. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich. Sehr gerne. Und wir sehen uns nicht in England. Nein. Na gut. Für dich. So, und jetzt bin ich an der Rezeption hier hinter den Kulissen sozusagen. Hallo? Hallo, grüß Gott. Hallo, grüß Gott. Ich bin die Jessica. Jessica, wie lange bist du schon da? Schon fast 3 Jahre bin ich jetzt mittlerweile hier. Okay. Wer bist du? Alexia. Alexia, wie lange bist du schon da, Alexia? Noch nicht lange, einen Monat, anderthalb. Ah, du bist ganz frisch. Okay. Und man hat sich halt in Tirol verliebt, in die Berge. Und einmal Lerchenhof, immer Lerchenhof. Ja. Von wo kommst du? Aus Mallorca, Spanien. Nein. Wunderbar, dann ist nichts hinzuzufügen, dann danke ich dir recht schön. Gerne doch, danke auch. So, und weiter geht's im Akkord. Jetzt gehen wir zu einer nächsten unglaublichen Geschichte, nämlich der Lerchenhof hat eine eigene Waschstraße für die Autos. Und die natürlich müssen wir uns natürlich anschauen. Ja, ich werde live ein Video machen. Die Türe zugegangen, Tommy. Ja, schade. Ich hätte so gern mit das Waschen mit der Türe gehabt. Ja, ist nicht schon. Das Auto wird sauber sein. Das Auto wird sauber sein. Ich war beim Friseur oben. Ja, ist nicht gut. Ist nicht gut? Nee. Danke, Tommy. Gerne. Immer wieder gerne. Ja.
Unsere heutige Gewinnspielfrage, unser heutiges Schätzspiel dreht sich hier im Lerchenhof um die Erdäpfel. Und wir wollen wissen, wie viel Kilo Erdäpfel, glaubt ihr, werden im Jahr hier verkocht? Schreibt die richtigen Antworten unten in die Kommentare und die Gewinner werden wie immer schriftlich verständigt. Ja, und jetzt kommen wir zur Auflösung unserer Gewinnspielfrage, nämlich wir wollten von euch wissen, wie viel Liter Wein werden hier gelagert im Hotel Cervosa? Und die Martina gibt uns jetzt die richtige Antwort, nämlich? 2850 Liter. Das ist eine Menge Wein. Ja, kann man mitarbeiten. Kann man damit arbeiten. Die Gewinner werden wie immer schriftlich verständigt. Alles Liebe, pfiat euch. So, jetzt bin ich hier mit der Hoteldirektorin Melissa Mathé. Und es ist jetzt eine große Ehre und eine große Aufgabe für mich, nämlich, dass ich dir unseren Special Deal Award überreiche für ein wirklich grandioses, unglaublich geiles Hotel. Danke, Melissa. Sehr lieb. Bitte sehr. Dankeschön. Für die große feierliche Übergabe müssen wir dann auch ein Foto machen, dürfen wir nicht vergessen. Ja, unglaubliche viele Aktivitäten sind hier möglich, unglaublich kulinarische Feinheiten. Also ich komme aus den Superlativen gar nicht heraus, abgesehen von dem unfassbaren Skilift, den es auch noch gibt. Also, unglaublich. Ich habe schon gesagt, du buchst für mich 2 Wochen im Sommer. Mhm. Habe ich schon angeleiert. Hast du schon angeleiert? Sehr gut, wunderbar. Ja gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Gastfreundschaft und wir sehen uns. Alles Liebe, alles Gute, bis zu den nächsten Special Deal News. Pfiat euch, baba.